Tag auch und willkommen zum Kampf gegen Hochlord Omok. Seine Heldenfähigkeit, ich hauen, kostet kein Mana und vernichtet einen zufälligen unserer Diener. Wir treten als Krieger mit todesröchelnden Dienern gegen ihn an. Grüße, Schlechter des Ragnaros. Was führt euch in die Schwarzfelsspitze? Magni gegen Hochlord Omok! Ich euch zerquetschen! Für Kasmodan! Das Eis zu Beginn ganz gut, mit dem haben wir für 103 Outline noch was, aber der ist entschieden zu teuer. Na bitte, in Runde 1 machen wir nichts, aber ab dann können wir die Kurve ganz gut spielen. Zerquetschen oder tothauen? Schwere Entscheidung! Du haderst mit dir selbst, ja? Wir grüßen mal freundlich. Seid gegrüßt! Ich haue! Na, dann hau mal rein! Gut, raus mit dem Ei. Mana-Kurve 2 bis 6 komplett auf der Hand, nicht übel. Warum seid ihr noch hier? Ragnaros ist tot. Ihr solltet mit euren Freunden irgendwo feiern gehen. Prügelzeit. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir den weg, bevor der Schaden macht. Raus mit dem Schredder. Ich bin verwirrt. Hier oben gibt es keine Ragnarosse. Eure Quest ist abgeschlossen. Geht nach Hause. So viele Geheimnisse haben wir jetzt nicht gerade im Deck. Wir entfernen mal den und bringen den hier. Dann knacken wir mal den Dicken hier aufs Board und mit dem laufen wir rüber auf Omok. Zeit zum Hauen. Auf die Hand wollen wir das andere Ding nicht wieder kriegen. Interessante Verschwendung des Zaubers. Gut, dann packen wir die beiden aus. Nein, das war jetzt ein Missplay. Wir hätten zuerst mit dem den Oger entfernen müssen. Dann hoffen wir mal, dass wir das Ei wieder auf die Hand kriegen. Ja. Das ging ja dann noch einigermaßen. Dann spielen wir die beiden und holen uns ein bisschen Rüstung und entfernen den Diener. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen, dass der gestorben ist. Zurück an die Arbeit! Dann spielen wir noch ein Ei, beseitigen den anderen Oger und legen noch ein bisschen Rüstung an. Die Waffe hätte gerne das Ziel verfehlen können. Ja, raus damit und fertig. Schon wieder getroffen, na toll.
verleiht ihm Ansturm und greift dann nicht an? Was soll das denn? Na gut, entfernen wir den. Verzichten wir halt auf die Rüstung und spielen einen Soft. Wir brauchen mal ein bisschen mehr auf dem Board. Drei von drei Malen sicher zugehauen. Gut, dann machen wir mal Schaden. Da hat er mal richtig gut getroffen. Das ist okay, Hauptsache der 8-8er bleibt auf dem Board. Oh, der sieht doch gut aus. Was muss denn sein? Aber ich nicht. Sauber, das war's. In der nächsten Folge verkloppen wir dann den nächsten sinnlosen Boss. Bis neulich.